Marcel, weshalb bist du hier heute beim Mister-Wahl-Casting dabei? Ja, wir waren fort und dann hat mir mein Kollege angesprochen und dann mich auch, und dann hat mir halt die Kollegen auch noch ein bisschen überredet, einen kleinen Schubser gegeben, und dann habe ich halt so mitgemacht. Ja, hauptsächlich meine Freunde. Meine Freunde haben gesagt, ja, komm, mach da mit und so. Du siehst das Potenzial, obwohl ich mir Bedenken gehabt, aber ich habe mich doch dann traut. Ja, eigentlich waren es zwei Freundinnen aus meiner Schulklasse, die mich dazu motiviert haben. Und ja, einfach mal ein Bild eingeschickt. Boah, weshalb? Ja, weil ich mir denke, dass es sicher lustig wird. Ja, einfach mal anschauen. Die Unterstützung von meinen Kollegen, und zuletzt habe ich mit dem Spiegel gesprochen. Der war der Meinung, dass ich unbedingt dabei sein muss. Ja, ich habe es in der Zeitung gelesen, dann habe ich das Selbstvertrauen gehabt und habe mich angemeldet. Ja, erstens mal, mein Vater hat mich angemeldet und ich denke, das ist eine Chance für mich. Was sind denn deine Vorzüge? Weshalb denkst du, könntest du Mr. Vorarlberg werden? Ich interessiere mich für Musik, tanzen kann ich gut und spiele selber auch Musik. Also ich denke, für Kreatives bin ich geeignet. Ja, weil ich der David bin. Mit welchen Vorzügen möchtest du das Publikum auf deine Seite ziehen? Charme, Humor. Ich bin lustig, ich schaue jetzt nicht schlecht aus, oder? Aber ja, wie soll ich sagen? Ja, ich hab's verdient. Boah, von dem Gang jetzt eigentlich noch nicht aus, aber ich hoffe es einmal. Warum? Keine Ahnung, das entscheiden dann die anderen. Mit welchen Vorzügen würdest du das Publikum auf deine Seite ziehen? Mit einem lustigen Schmäh. Ja. Ich weiß nicht, weil ich süß bin und gut ausschaue. Weil mir das Spaß machen würde, um da mal auftreten auf so einer Bühne und sowas, wäre schon lässig.